Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Helios TV. Ich probiere mich an einem ersten Video einer neuen Rubrik, nennen wir es mal WoT Blitzkunde, eure Replays. Ja gut, ich weiß, auch dieser Titel ist vermutlich noch ausbaufähig, aber wie immer ist mir nichts Besseres eingefallen. Ich möchte dieses heutige Video nutzen und mal ein paar eurer Replays zeigen, einfach mal zu schauen, wie ihr so spielt, was ihr für Runden spielt. Ich habe dazu einen kleinen Aufruf in unserem Discord gestartet, dass ihr mir eure Replays einsenden könnt. Gerne Mastery Badges oder irgendwelche Spiele, wo ihr glaubt, dass ihr so eine richtig geile Runde gespielt habt. Ich würde mich da über alle Einsendungen sehr freuen. Es wird insgesamt auch ein sehr simples Video. Ich zeige euch einfach insgesamt 5 Replays, zumindest ist das jetzt aktuell der Plan. Werde ein bisschen kommentieren, wie ihr so gespielt habt, was ich davon halte, beziehungsweise wo ich vielleicht Verbesserungspotenzial sehe oder wo ich auch einfach sagen muss, wow, richtig geil gespielt. Es sind auf jeden Fall sehr schöne Replays dazugekommen, von daher hoffe ich, dass ihr Spaß haben werdet mit diesem Video. Und wie immer, wenn ihr ein Video auf YouTube von Helios TV seht, bitte ich euch, das Video entsprechend zu kommentieren, wenn euch irgendwas auffällt. Wenn ihr irgendwas habt, was vielleicht besser werden könnte, Soundprobleme, irgendwas in der Richtung, schreibt mir auf jeden Fall einen Kommentar, das wäre super, ich würde mich mega drüber freuen. Wenn ihr uns mal live sehen wollt, Helios TV auf Twitch, wir streamen da unter dem gleichen Namen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch begrüßen dürften und wir eine Runde mit euch quatschen können. Nun aber genug Vorgeplänkel, viel Spaß mit den Replays. Wir kommen auch direkt zum ersten Video von unserem lieben Bubi, wie wir ihn nennen, Skiller 007 Destroyer, ist hier mit dem T-54 Izo Shark auf New Bay unterwegs und entscheidet sich direkt zum Anfang für die Brücke. So viel kann ich schon mal spoilern. Ich habe mir das Video gerade schon mal angeschaut, habe da auch erstmal gesehen, wie unglaublich stark dieser Panzer ist. Ich habe den bisher nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe noch nicht so oft gegen den gekämpft, selber habe ich ihn natürlich nicht. Dementsprechend konnte ich bisher auch nichts dazu sagen. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Replay, wo Bubi eigentlich weitestgehend fast alles richtig macht, was man richtig machen kann. Luckshot! Keine Ahnung, wie man solche Dinge einmal reinbekommt, über die halbe Map irgendwie so ein Ding reingesemmelt und das Teil trifft auch noch. Voll eingeamt gehen die Schiffe dann natürlich daneben und so weiter. Ich entscheide mich mittlerweile meistens für die City, weil ich es da etwas entspannter finde zu kämpfen. Hier sind zu viele Schusskanäle, zu viele Lücken, wo du dann gerne mal eine Schelle abbekommst. Finde ich persönlich nicht so cool. Dem gibt er jetzt noch eine schöne Schelle mit. Und schaut sich dann um, was er als nächstes machen kann. Und das ist genau das, was ich gerade meinte. Da kommt dann plötzlich von irgendwo am Arsch der Welt eine Kugel. In dem Fall hat die sogar nochmal richtig wehgetan. Das wird der WT gewesen sein mit der dicken Gun. Das tut dann natürlich schon richtig weh. Hier ein bisschen lucky von Pershing, dass das einfach so aus der Fahrt heraus penetriert. Aber trotzdem gut gespielt. Also er hätte sich jetzt zu etwas defensiverer Fahrweise entscheiden können, um halt solche Schüsse wie vom WT zu vermeiden. Bedeutet dann in der Regel aber auch, dass man halt insgesamt deutlich weniger Schaden hat. Man muss ganz klar sagen, wenn man in WoT Blitz wirklich zu Schaden kommen will, muss man halt aggressiv spielen. Die Maps geben es einfach nicht her, dass man jetzt wirklich die ganze Zeit in irgendeinem scheiß Gebüsch hockt und darauf wartet, dass die Gegner einem vor die Flinte fahren. Das kann funktionieren, ja, aber auf mehrere Runden gerechnet, beziehungsweise auf ja, die große Rundenanzahl, fährt man damit mit Sicherheit nicht ganz so gut. Man sollte da schon etwas aggressiver spielen. Macht Bubi hier sehr, sehr gut. Hier sieht man jetzt die richtig, richtig geile Gun Depression vom T-54E2. Wahnsinn, einmal noch so ein kleiner Dachhit. Jetzt entscheidet er sich natürlich logischerweise für die City. Hier auf der Seite ist alles wegradiert. Der WT ist auch noch hier. Mittlerweile nur noch 4 Gegnerpanzer, aber auch nur noch 4 eigene Leute. E-75 ist in der Stadt eigentlich gerade ein bisschen am Untergehen. Ich möchte mal behaupten, dass das Gegnerteam das hier jetzt nicht ganz so brillant gemacht hat, weil den E-75 hätten sie eigentlich mit den 3 Panzern, die sie da in der City haben, auseinandernehmen müssen. Haben sie nicht geschafft. Der kämpft da immer noch mit fast Full Life vor sich hin. Und eigentlich fährt Bubi da eine Übermacht rein, aber er macht es halt genau richtig. Ah, super lucky, 550 Max Hit, ein HE. Sehr geil gemacht. Trotzdem muss man natürlich auch geistesgegenwärtig drauf kommen, dass man da eine HE lädt. Hier glaube ich jetzt, dass du ein bisschen Glück gehabt hast. Ich weiß nicht, ob der hier jetzt noch im Reload war, aber kann auch sein, dass eventuell bei seinem Gunner draußen war, dass er eventuell er nicht bereit war, so einen Luckshot zu machen oder so einen Schuss aus der Hüfte und da noch etwas besser aimen wollte. Hat er zu lange geaimt, hat er dann definitiv die Rechnung für bekommen. Hast ihn nochmal schön aus dem Weg gerammt. Hätte man jetzt drüber nachdenken können, ob es jetzt sinnvoll ist, hier auf den ES-3 zu gehen oder lieber auf den Löwen und somit dem E-75 eventuell das Überleben zu sichern. Der ES-3 orientiert sich aber auch eher am E-75, von daher eher easy damage. Grundsätzlich ist das jetzt auch schon so eine Situation, wo man sagen kann, okay, das Game ist gewonnen. Da braucht man sich jetzt keinen großen Kopf mehr drüber machen. Also macht man selber halt das, was am besten für einen selber ist, also was einem am meisten Damage bringt. Das ist ein Premium-Panzer, man will natürlich auch Credits verdienen, von daher völlig okay, dass du dich für diese Art und Weise entschieden hast. Man hätte es halt anders machen können, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt so viel besser gewesen wäre. Da sieht man das Bounce-Potenzial, der Löwe einfach mal aus der Hüfte geschossen, funktioniert beim T-54 E2 wohl nicht.
Und die Runde geht jetzt auch schon aufs Ende zu. Mittlerweile nur noch ein Überlebender im Gegnerteam. Mal gucken, ob sich Bubi den auch noch snackt. Schön oben auf die Oberplatte geschossen ist beim ES3. Natürlich ein absoluter Weak Spot. Sehr, sehr geil runtergespielt, muss ich wirklich sagen. Mit 4735 Damage am Ende, 4 Kills. Hast du sehr geil gemacht. Mir fällt weniges ein, was man hätte besser machen können. Ganz klar von mir nochmal der Hinweis, man kann Sachen anders machen. Das heißt aber nicht, dass sie besser wären. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich wäre jetzt lieber in die Stadt reingefahren, dann heißt das nicht, dass das die klügere Entscheidung gewesen wäre, sondern einfach, dass das für mich in dem Moment besser zum Gameplay passt. Trotzdem sehr geiles Replay, Bubi. Danke, dass du es eingeschickt hast. Und ich würde mich natürlich auch über weitere von dir freuen. Wir sind auch direkt beim zweiten Replay von Yakari eingesendet. Der ist unterwegs mit dem M4 FL10. Ich kannte den Panzer bis zu diesem Replay auch nicht. Ich spiele noch nicht so lange WoT Blitz und so alle Panzer. Ist halt ein Premium-Panzer, dementsprechend ja, habe ich den bisher nicht auf dem Schirm gehabt. Den gibt es auch, soweit ich weiß, in WoT nicht, wobei ich mir da jetzt auch gerade nicht ganz sicher bin. Ist halt immer so eine Sache, ob man jetzt unbedingt alle Panzer in WoT kennen kann. Ist ja doch schon recht lange. Sehr geiles Setup. Der hat hier natürlich den Vorteil, dass er Top-Tier ist. Und ich habe mir das Video bzw. das Replay schon mal vor 2 Wochen oder so, als Yakari das gepostet hat, angeschaut. Auf jeden Fall eine sehr coole Runde. Und ich habe auch gesehen, dass auch dieser Panzer durchaus ein sehr massives Schadenspotenzial hat durch den Autoloader, der auch mit 1,3 Sekunden Intraclip schon echt sehr, sehr geil ist. Es geht halt so ein bisschen Richtung Shiri. Und da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Ist halt ein super stronger Panzer. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Na, ich glaube, hier bist du jetzt gerade ein bisschen zu vorsichtig. Also ich würde tatsächlich jetzt in dem Fall sagen, du bist hier im Vorteil gegen die beiden. Ganz klare Sache, das sind 2 Sechser. Du hast halt einen Pseudo-Autoloader, also quasi wie der Progetto. Das ist halt schon eine Force. Also da kann man schon gerne mal ein bisschen drücken. Jetzt schon mal einen Schuss rausgeben können, aber trotzdem gut runtergespielt. Jetzt ist der Crumble natürlich gleich wieder im Reload, mit dem Reload durch. Hat er nicht mehr geschossen? Ah, okay, Amorek down, alles klar, sonst hätte er dir mit Sicherheit nochmal einen reinhauen können. Hier sieht man jetzt klar den, ja, wie soll ich sagen, das größte Manko von diesen ganzen Pseudo-Autoloadern, also von den Revolver-Panzern wie Progetto und so weiter und so fort. Wenn man an der letzten Kugel angekommen ist, das heißt, wenn man sein ganzes Magazin leergeballert hat, und dann mit dem Reload arbeiten muss, dann ist die DPM halt wirklich sehr unterirdisch. Trotzdem unterm Strich gut entschieden, dass du hier am Anfang das Magazin rausgeknallt hast. Trotzdem würde ich dir tatsächlich hier einmal den Tipp geben, wenn du gegen Low-Tiers spielst, wie jetzt in dem Fall als 7er gegen 2 Sechser, du hast auch noch Backup auf deiner Seite, eigentlich alles unter Kontrolle, dann würde ich tatsächlich versuchen, Einzelschüsse zu setzen und den verbesserten Reload zu benutzen. Das lohnt sich meistens mehr, aber ist auch, wie ich schon gerade eben einmal sagte, Schmuck am Nachthemd unterm Strich, trotzdem geil gemacht. Gut, der Smasher, der ist immer mal gut für einen Bounce bzw. für einen Kettenfresser. Das ist jetzt eine typische Situation, wo ich jetzt definitiv auf einen Full Reload gewartet hätte, bevor ich wieder aus der Deckung rausfahre, um einfach den besseren Reload zu haben. War okay, dass du dem T29 eine mitgegeben hast, hast ja auch getroffen. Das Schussfenster war aber auch sehr klein. T29 auf die Distanz, wenn er mit der Oberwanne zu dir steht, teilweise recht schwierig. Hätte ich eventuell gewartet. Hier jetzt genau die gleiche Sache. Es zwingt dich jetzt gerade keiner dazu, dein Magazin leer zu ballern. Auch hier hätte ich eher Einzelschuss gesetzt. Aber ich muss auch ganz klar sagen, das geht auch häufig genug bei mir schief. Einfach weil ich dann halt darauf warte oder davon ausgehe, dass ich längere Zeit drauf schießen kann. Und dann irgendwann merke, okay, doof gelaufen, ich konnte jetzt doch nicht die ganze Zeit schießen. Das ist jetzt eine gute Sache. Hätte ich jetzt genauso gemacht, hier das Magazin zu entleeren. Da ist natürlich nicht mehr auf den T29 geachtet, aber mein Gott, das passiert im Eifer des Gefechts, habe ich auch immer wieder. Ist auch mit der größte Fehler überhaupt, den ich nach wie vor habe, dass ich dann gerade, wenn ich jetzt fokussiert auf einen Gegner spiele, nicht mehr ganz so viel auf die Umgebung achte und die mir dann auch gerne mal eine Schelle verpassen. Hier hätte ich jetzt eventuell auch tatsächlich versucht, nochmal seitlich irgendwie an die beiden ranzukommen. Frontal gegen die beiden Dickschiffe. Kann funktionieren, muss aber nicht. Das sind halt jetzt schon echt 2 Biester, Tiger 1 und T29, gut gespielt. Sind die euch eigentlich haushoch überlegen. Aber trotzdem macht ihr 2 das hier jetzt noch richtig gut. Auch ganz klar eine Situation, in der man den Clip komplett raushaut. Alles okay, hätte ich jetzt auch keine Single Shots gemacht. Da hättest du nicht mehr nachladen können, hätte die auf jeden Fall auch noch eine Schelle gegeben. Typ 58 wird jetzt da vorne den Tiger 1 fertig machen. Zumindest hätte ich mich darauf verlassen. Wieder genau das gleiche, genau so eine Situation, definitiv dann die Kugeln raushauen. Amorek ist down, hat Yakari mit Sicherheit auch drauf geachtet und macht das hier wirklich sehr gut.
Wird jetzt wahrscheinlich auf den letzten Sekunden oder auf den letzten Meter ein bisschen knapp gewesen sein. Ich denke, da wird er dann auch kurz vor Reload-Ende gewesen sein. Aber hätte ich genauso gemacht, war sehr geil. Super cool runtergespielte Runde. Kann man eigentlich wenig sagen. Wie gesagt, ich hätte gegen Low-Tier vielleicht ein bisschen aggressiver gespielt. Aber unterm Strich, die Runde gibt dir recht. Du hast alles gut gemacht. 3600 Damage hat er rausgeknallt. 3 Kills abgestaubt und das M. Ich glaube, auf dem Panzer auch nicht ganz einfach. Der sieht mir doch relativ stark aus tatsächlich für einen 7er. Yakari, sehr geiles Replay. Danke, dass du es eingesendet hast und auch bei dir würde ich mich über weitere natürlich freuen. Wir sind beim dritten Replay angekommen von Legend Jesus. Der ist mit seinem E75 auf Yamato unterwegs. Ich habe tatsächlich schon ein paar Replays auf dieser Map bekommen. Die scheinen also irgendwie doch recht gut zu sein, die Map. Oder zumindest fühlen sich da viele drauf wohl. Man muss halt dazu sagen, jetzt gerade der Hafen hier, der ganze Hafenbereich ist extrem verwinkelt. Das ist letzten Endes genau das, was der E75 braucht, um halt auch viel zu Sidescrapen und so weiter und so fort. Tatsächlich ist das ein jetzt nicht ganz so geiles Setup. 3T9, 4T10, wenn man da im E75 ist, freut man sich da jetzt nicht unbedingt ein zweites Popoloch, muss man ganz klar sagen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was er hier macht. Ich habe mir das Replay tatsächlich jetzt erstmal nicht angeguckt, um vielleicht auch einfach mal selber ein bisschen überrascht zu sein. Gut, hier muss man jetzt ganz klar sagen, Super Conqueror ist in dem Fall jetzt vielleicht nicht unbedingt der Gegner, mit dem du dich in dieser Position anlegen willst. Der ist da eigentlich ein bisschen stärker, gerade wenn du jetzt im 1-on-1 wärst, hättest du wahrscheinlich gegen den keinen Stich gesehen. Du hast jetzt ein bisschen Glück gehabt, dass du da noch deine Mates unterwegs hast. Schöner Shot, ganz klar muss man halt auch sagen, selbst wenn man jetzt auf ein Ziel fokussiert ist und gegen das kämpfen möchte, sollte man sich überlegen, dass man dann vielleicht auch mal so ein bisschen die Scheuklappen absetzt und schaut, wo kann man vielleicht noch unterwegs drauf schießen. Hier würde ich dir jetzt ganz grundsätzlich sagen, der E75 mag Sidescrapen. Fahr den nicht so aus der Deckung raus, sondern dann dreh dich lieber in die andere Richtung. Da hast du definitiv mehr von der Panzerung. So kann es schon durchaus nochmal sein, dass da ein Lucky Hit dir eventuell die Ketten zieht. Beziehungsweise die Ketten zieht es dir auf jeden Fall. Aber eventuell sogar noch Damage macht und das ist dann schon sehr schade, wenn du in der Position kämpfst. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Steine hättest du hier zerschießen können. Ich weiß es jetzt gerade nicht so ganz genau. Ich meine aber tatsächlich, dass die Steine hitbar sind. Gut, Jagdtiger hat die kleine Gun drauf, ist natürlich auch gut zu wissen für die spätere Spielphase, wenn du dann tatsächlich mal mit dem in 101 trittst oder sowas in der Richtung, dass man sich das auf jeden Fall merkt, dass er nur die kleine Gun drauf hat, auch sehr wichtig. Gut gemerkt, dass du hier auf dem Feld nochmal Damage machen kannst. E75 hat halt keine besonders gute Kanone, das muss man ganz klar sagen. Ist so eine Situation gewesen, wo ich auch nicht sicher gewesen wäre, wie ich jetzt reagiert hätte, ob ich jetzt auch so wie du aus der Hüfte geschossen hätte, fast aus der Hüfte oder tatsächlich voll eingeaimt hätte und in Kauf genommen hätte, dass eventuell der Gegner weg ist. Da hätte es jetzt gerade eventuell mal eine HE ausprobieren können, ob es da eventuell möglich gewesen wäre, mit HE ein bisschen mehr Damage zu machen, aber ist auch okay. Ich denke mal, da den Safe Damage mitzunehmen, ist schon völlig in Ordnung, braucht man sich nicht großartig Gedanken drüber machen. Jetzt merkst du natürlich ganz klar, okay, scheiße, mein Team ist auf der linken Seite doch etwas unter. Sehr gefährliche Situation in meinen Augen, weil da sind jetzt noch 4 Panzer, 3 davon annähernd voll und auch der letzte ist immer noch ein ernstzunehmender Konkurrent. Jetzt merkst du auch, ah ja, okay, alles klar. Ja, okay, Mist, mein Mate ist down. An dieser Stelle würde ich jetzt persönlich sagen, das Game ist lost. Da hätte ich jetzt nicht da oder wäre ich nicht davon ausgegangen, dass hier noch so viel drin ist. Du spielst weiter, sehr, sehr wichtig, dass man halt auch tatsächlich niemals den Fokus verliert und sagt, man spielt die Runde bis zum Ende durch. Es geht ja auch um das, was man selber noch macht. Finde ich auch sehr wichtig, zum Beispiel bei Premium-Panzern. Niemals den Mut verlieren, selbst wenn die Runde gegen euch geht. Versucht noch alles rauszuholen, macht noch das letzte bisschen Damage, um auch noch mehr Credits zu bekommen. Gilt aber natürlich auch für jeden Panzer, den man leveln möchte, für EP und so weiter und so fort. Dass man da echt drauf schaut, dass man da wirklich das Maximum rausholt. Guter Jagdpanzer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der da gerade macht, aber intelligent ist es nicht. Okay, keine Ahnung. Geht jetzt für mich so ein bisschen Richtung Bot, aber solche Gegner hat man halt auch einfach hin und wieder mal. Die sich einfach so ganz entspannt auf Yamato-Hafen um die eigene Achse drehen und darauf achten, darauf warten, dass irgendwas passiert. Ich weiß nicht, was das für eine Aktion war. Ob da jetzt wirklich irgendwie grenzdebil war oder so, der junge Mann. Ist ja auch egal. Jetzt natürlich ein saugefährlicher Gegner hier mit dem Super Conqueror. Okay. Da hast du ein bisschen Glück gehabt, dass der tatsächlich in die Unterwanne gegangen ist, aber trotzdem unterm Strich alles richtig gemacht. Ich wäre auf jeden Fall auch in den Kuschelmodus gegangen. Genau, jetzt halt auch verhindern, dass er nach Möglichkeit nicht deine Cupola trifft. Ja, Oberwanne. Definitiv besser als die Cupola in dem Fall, weil der Panzer, der E75 einfach nicht hoch genug ist und der Shot wäre definitiv nicht safe gewesen.
Hast jetzt natürlich ein bisschen Glück gehabt mit dem Jagdpanzer E-100, dass der da so eine geile Aktion gebracht hat. Hätte der sich gewehrt, wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen, aber auch das ist halt nur Spekulatius. Ansonsten jetzt gegen den Super Conqueror auf jeden Fall alles richtig gemacht. Schnell in den Kuschelmodus rein, damit er nach Möglichkeit nicht so ganz easy deine Unterwanne penetrieren kann. Hier hätte ich dir jetzt geraten, vielleicht links rumzufahren und nicht unbedingt frontal auf die beiden zuzufahren. Es ist immerhin noch ein Jagdtiger da. Gut, der hat nur die kleine Gun. Die ist nicht ganz so gemeingefährlich, aber nichtsdestotrotz hättest du dir da natürlich durchaus auch nochmal einen fangen können. Vielleicht sogar zwei. Gegnerische E75 ist ja auch durchaus in der Lage. Okay. Das weiß ich jetzt nicht so genau, wo der Schuss hingegangen ist. Da hätte ich jetzt ganz gerne mal mit einem Mod nachgeguckt, was ja in WOT möglich ist, was in WOT-Bits leider nicht möglich ist. Schöner Treffer in die Unterwanne, sehr schön. Bei solchen Shots brauchen wir ein bisschen Glück, die gehen auch gerne mal daneben. Da kannst du aber auch nichts machen, das ist halt dann nichts Spielerisches. Hier, das ist jetzt genau das Sidescrapen, was ich gerade am Anfang meinte. In diese Position würde ich eigentlich immer reinfahren und ich würde niemals anders aus der Deckung rausfahren. Das bringt es einfach nicht so sehr. Also das hier ist definitiv die sinnvollere Option. Ja, das ist jetzt eigentlich, wenn du so willst, nur noch runterspielen. Das macht er hier auch sehr gut. Da hätte ich auch ein Stückchen weiter rechts gezielt. Da warst du schon sehr nah am roten Bereich dran. Klar, wenn jetzt der Schuss nicht genau dahin geht, wo du ihn hinhaben willst, hast du in dem Moment natürlich ein Problem. Jetzt auch drüber nachdenken können, ob du ihn eventuell noch pushst. Das wäre auch ohne weiteres möglich gewesen. Den Schuss hätte ich mir wahrscheinlich komplett gespart. Aber gut, kann man natürlich probieren, ob das so funktioniert. Hier wäre ich jetzt tatsächlich rechts ums Haus rumgefahren, damit du an den Hügel rankommst, ohne dass er auf dich schießen kann. Du entscheidest dich für die andere Seite. Man muss ganz klar sagen, du hast noch 900 HP. Das heißt, du kannst noch 3 Schuss von ihm fressen, bis du selber drauf gehst. Von daher alles gut gemacht. Auch sehr gut runtergespielt, gerade zum Schluss. Wie gesagt, mit dem Jagdpanzer E100 hast du ein bisschen Glück gehabt. Da braucht man sich, glaube ich, keine Illusion hingeben. Trotzdem Mastery Badge, 5400 Damage, 3 Kills auf Yamato Hafen. In einem Game, in dem du gegen 4 T10 gekämpft hast mit deinem T9. Ich denke mal, du hast ja echt ein geiles Game gemacht. Trotzdem, wie gesagt, mit dem Rausfahren und so weiter, würde ich da nochmal dir empfehlen, da nochmal ein Auge drauf zu werfen. Ansonsten geiles Replay, danke dafür und es würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Wir kommen zum vierten Replay und es ist mir eine besondere Freude, dieses Replay vorzeigen zu können, denn es ist von der lieben Hennacat. Tatsächlich eine sehr gute Runde, die sie hier auf Himmelsdorf gespielt hat. Sie hat ein bisschen Glück gehabt, ich habe mir das auch mit ihr schon zusammen angeguckt und habe da halt auch schon das ein oder andere zu Hannah gesagt, aber im Großen und Ganzen hat sie es trotzdem sehr cool runtergespielt. Sie ist hier unterwegs mit dem BDR G1B, hat natürlich ein bisschen Glück mit dem Setup 4 T4, die gegen sie kämpfen werden und 3 T5 nur, das ist natürlich letztendlich ein Traum-Setup. Wobei man eigentlich dazu sagen muss, dass das Gegnerteam mit dem BDR G1B und dem KV1 auf der Gegnerseite die beiden Heavys in Himmelsdorf einen doch nicht ganz unbeachtlichen Vorteil haben. Wir schauen einfach mal, was hier in dem Replay passiert. Sie entscheidet sich in meinen Augen für die einzig wahre Situation oder einzig wahre Position mit dem G1. Das ist definitiv die Schlachtergasse in meinen Augen. Da gehört der Panzer einfach hin, da fühlt er sich wohl. Jetzt schaut sie erstmal, wo die Gegner langkommen. Erstmal ein bisschen gucken, ein bisschen hier die Fronten klären. Ja, da hätte ich vielleicht mal aus der Hüfte drauf geschossen, voll eingeaimt. Da war das Ding natürlich nicht möglich, aber schöner Schuss auf die Cupola, sehr toll. Leider nicht durchgegangen, das ist halt beim G1 so. Der bounced schon ganz gerne mal den einen oder anderen Schuss, den man dann doch ganz gerne drin sehen würde. Das hier ist jetzt natürlich eine kleine Suicide-Aktion vom M7, sehr dankbar, den Schaden nimmt sie mit. Einfach mal vorpieken, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was er sich dabei gedacht hat, wo er hin wollte überhaupt, keine Ahnung. Auch hier Matilda steht natürlich sehr schön. Damage reingeknallt, nur ein bisschen Glück gehabt. Da wäre er schon fast aus der Hitbox bzw. aus dem Zoom raus gewesen. Dann wäre es wahrscheinlich ein Bouncer geworden. Hier versucht sie jetzt die Cupola zu treffen. Da wäre ich vielleicht noch ein kleines Stück vorgefahren und nochmal versucht in die Unterwanne reinzuholzen, um den Schuss safe zu machen. Aber im Großen und Ganzen auch nicht schlecht. Tatsächlich gerade für Neulinge, so spielt Hanna ja auch noch, es ist teilweise sinnvoller, lieber auf Safe Shots zu gehen, als jetzt wirklich einfach rein und ja, zu versuchen, halt irgendwie anderweitig Damage zu machen. Die Aktion, die ich jetzt gerade genannt habe mit dem Vorfahren und dann vielleicht nochmal auf die Unterwanne zu schießen, das kann halt funktionieren, kann aber auch böse in die Hose gehen, da braucht man ein bisschen Gefühl für. Hier jetzt gegen den G1 nicht ganz so brillant gemacht, habe ich ja gestern aber auch schon gesagt, hat aufs vordere Kettenglied geschossen. Das bringt bei dem Panzer halt nicht so viel, da verliert er die Kette, aber du kriegst halt keinen Damage. Hier jetzt sehr, sehr vorsichtig.
Das war eigentlich auch der größte Kritikpunkt an dem gesamten Video, dass hier sehr, 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 sehr defensiv gefahren ist, wo sie vielleicht doch das ein oder andere Mal hätte drücken können. Die Matilda ist tatsächlich nicht schlecht, also ich habe da irgendwie mittlerweile so ein kleines Gespür für, ob die Leute jetzt ein bisschen was drauf haben oder nicht. Der versteckt sich hier ganz gut hinter dem Leopard, versucht auch echt immer so aus den Zielen rauszukommen von Hannah. Kriegt er nicht ganz hin, aber er macht es schon nicht schlecht, also das ist schon ganz gut. Auch wieder so eine Situation, vielleicht noch einmal mehr Druck machen, nochmal hinterherfahren, damit der Schuss auf die Seite reinkommt. Er schießt sowieso, man kann es nicht verhindern, dann kann man auch nochmal ein Stück vorfahren und versuchen den Schuss. Gut. War jetzt ein bisschen lucky, dass das Ding reingegangen ist, gerade beim G1. Der hat ja nun nicht die geilste Kanone auf dem Chassis. Da kommt es schon ganz gerne mal vor, dass der auch die Schüsse einfach komplett verreißt. Ich mag den Panzer auch tatsächlich ehrlich gesagt nicht so gerne. Der Aal, der danach kommt, der 6er, der ist in meinen Augen in jedem Punkt besser. Einfach einer der stärksten 6er überhaupt, der unglaublich viel Spaß macht. Anna findet den Panzer hier momentan sehr schön, was mich auch freut, dass sie hier wirklich sehr viel Spaß hat. Hat auch gestern sehr gute Runden mit dem Ding abgedreht. Von daher momentan für sie auf jeden Fall ein Spaßpanzer. Von daher gehe ich davon aus, dass sie mit dem Aal auch sehr viel Spaß haben will. Das ist jetzt das, was ich meine, insgesamt einfach zu defensiv. Jetzt sie jetzt vielleicht auch mal eine APCR laden können, um das Ding safe zu machen. Sie hat jetzt ein bisschen Glück, dass die Gegner auch nicht so gut sind und auch nicht so ganz genau wissen, wo sie hinschießen müssen und dadurch sehr viel bouncen. Der A20 ist da jetzt natürlich komplett useless, keine Ahnung, was die Operation macht. Jetzt hat sie mir jetzt erzählt, dass sie hier so ein bisschen Schiss vor dem KV-1 hat und sich deswegen schon so ein bisschen zurückziehen wollte. Das ist jetzt eine ganz klare Übermachtssituation. Eigentlich ist sie hier auf verlorenen Posten. Hier habe ich jetzt auch schon geraten, dass sie die Unterwanne vernünftig verstecken soll. Das macht sie so zum Teil, aber wenn sie sich jetzt links eingedreht hätte, ähnlich wie gerade beim Replay vom E75, dann wäre es noch ein bisschen safer gewesen, dann hätte sie noch weniger Fläche geboten und das ganze Ding wäre noch ein bisschen ja, entspannter für sie gewesen. Trotzdem unterm Strich okay, hat sie gut runtergespielt. Mit dem Vor- und Zurückfahren, dieses Wiggeln, damit provoziert man einfach den einen oder anderen Bouncer. Dafür ist der BDR wirklich sehr gut geeignet. Der macht schon ganz gerne mal hier und da Dinge, die man eigentlich nicht von ihm erwarten würde. Das war jetzt so eine typische Situation. Da wäre sie sicherer gewesen, wenn sie jetzt nach links eingedreht wäre. Aber alles okay. Schmuck am Nachthemd. Hat sie gut gemacht hier an der Stelle. Schön auf dem Weakspot. Der will es natürlich auch. Er hätte sich jetzt hinter dem Wrack verstecken können, aber gut. Jetzt wird es langsam interessant. Hammer alleine gegen 3. Mittlerweile schon 2 Kills auf dem Tacho. Das wäre jetzt ein sehr wichtiger Kill gewesen in meinen Augen, habe ich ihr auch ganz klar gesagt. Da hätte sie sich mehr Zeit nehmen müssen, den KV-1 tatsächlich rauszunehmen. Denn das ist jetzt der einzige Panzer hier auf dem Spielfeld, der ihr noch wirklich, wirklich gefährlich werden kann. Abgesehen davon, dass es natürlich auch durchaus sein könnte, dass jetzt 3 fähige Spieler sind, dann wäre es insgesamt noch eine sehr gefährliche Situation gewesen. Aber auch Hannah spielt natürlich immer noch Noob Matchmaker. Er ist auch gerade erst bei 800 Spielen im T5-Bereich. Hat man halt auch tatsächlich nochmal den einen oder anderen Gegner, der noch ein bisschen entspannter drauf ist. Hier hätte ich mich jetzt auch persönlich für die Matilda entschieden. Die ist für mich in meinen Augen der gefährlichere Gegner. A20 so gut wie keine Pen, kommt eigentlich nirgendwo durch beim BDR, bis auf das Heck. Und das müsste ja nur nicht zwangsläufig zeigen. Da hätte ich mir lieber einen Schuss vom A20 gefangen und hätte die Matilda rausgenommen, als dass ich es so gemacht hätte. Aber ist okay, kann man auch so machen. Ist jetzt schön runtergespielt, ist mittlerweile bei über 2k Damage. Und nimmt auch die Matilda noch safe raus. 5 Kills, 2259 Damage. Ich glaube tatsächlich, das war ihr erstes selbst herausgefahrenes, ihre selbst herausgefahrene Mastery Badge. Insgesamt war die Runde sehr cool. Man erkennt hier noch ganz klar, dass sie noch sehr neu in WoT Blitz ist und noch sehr defensiv fährt, sehr entspannt fährt. Noch nicht so genau den Überblick hat, wo man jetzt mal aggressiv pushen kann und wo man vielleicht doch dann wieder zurückfährt. Trotzdem insgesamt eine schöne Runde und ich gönne dir das Mastery auch von Herzen. Absolut. Wir kommen zum nächsten Replay. Und das ist tatsächlich eins von mir selber. Die Resonanz ist aktuell noch nicht ganz so groß. Da waren jetzt schon ein paar mehr Videos dabei, aber ich habe ja gesagt, dass ich daraus so gewisse Kriterien ganz gerne erfüllt sehen möchte, dass diese Videos oder diese Replays von mir benutzt werden. Ich spiele hier mit dem Typ 62, den ich mir gestern Abend noch geholt habe, nachdem in unserem Stream dafür Werbung gemacht wurde. Ein sehr günstiges Bundle mit dem WZ-112-2 Celestial und dem Type 62 Dragon. Den WZ finde ich tatsächlich nicht so geil, aber den Typ 62 habe ich jetzt schon sehr lieb gewonnen. Das war tatsächlich die erste Runde, die ich mit diesem Panzer gedreht habe auf Yamato. Gutes Setup, ich bin Top-Tier, 3 Sechser, die gegen mich kämpfen. Und ich habe mich hier natürlich für die Feldseite entschieden mit dem kleinen Hüpfer hier. Erstmal auschecken, was der Panzer überhaupt kann. Hat eine sehr gute Rate of Fire, dementsprechend auch eine sehr gute DPM von 2500 voll ausgebaut. Fährt sich sehr angenehm, gute Beschleunigung, insgesamt gutes Movement allgemein.
Und ihr seht schon, ich bin hier so ein kleiner Hügelkuschler. Versuche jetzt halt nur mit meinem Turm über die Erdhaufen rüber zu spielen. Das war jetzt sehr schwach vom Typ 62. Hat Glück gehabt, dass er von mir nicht noch eine gefangen hat. Ich habe mir schon gedacht, dass der M41 Bulldog von der Seite kommt, aber das ist halt wieder so eine Entscheidung, wo ich jetzt aktiv gesagt habe, okay, alles klar, ich lasse den kommen, ich fange mir lieber eine Schelle, bevor ich halt wirklich jetzt super defensiv spiele und eventuell dann nachher auch in meinem eigenen Gameplay massiv eingeschränkt bin. Dementsprechend kassiere ich dann lieber den Schuss, als dass ich mich zurückziehe. Da habe ich jetzt schon mit einem Auge gesehen, ah ja, okay, da steht wahrscheinlich erstmal ein Afkaler. Hat der M41 Bulldog wahrscheinlich nicht mitgerechnet, dass seine Kupola noch so ein ganz kleines bisschen über den Erdhaufen hinwegschallt. Hier ziehe ich jetzt Adrenalin. In meinen Augen die einzig sinnvolle Aktion, dass du hier dann tatsächlich die Zeit, die du hast, bursten kannst. 4 Sekunden Reload jetzt an der Stelle. Ist natürlich sehr schön. Da dachte ich schon, oh geil, ist in den Ketten gelandet. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, den habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Passierte nur wieder, ich habe es ja gerade eben auch schon mal gesagt, man sollte immer achten, dass man diese Scheuklappen nach Möglichkeit nicht anzieht. Ah, mega lucky vom Gegner, brauchen wir nicht drüber reden. Ketten gezogen, trotzdem ging der Schuss rein. Jetzt ist er trotzdem draußen, das war eigentlich in meinen Augen auch mit der gefährlichste Gegner. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen, dass ich von der Seite eventuell rankomme. Der Schuss war überflüssig, konnte ich mir eigentlich sparen, habe ich eigentlich auch schon in dem Moment, wo ich abgedrückt habe, gesehen, dass das Ding nicht reingehen kann auf der Position. Seitlicher IS, brauchen wir nicht drauf schießen, das Ding hat 145 mm Pen, wenn ich mich nicht irre. Das ist jetzt nicht so berauschend, dass man da jetzt wirklich einen zuverlässigen mit hat. Hier habe ich jetzt ein bisschen mehr Glück, T29 noch ein bisschen am Chillen. Jetzt hat er mich bemerkt. Und jetzt fängt auch gleich das Drama an. Der möchte mich nämlich. Der ist sehr heiß auf mich. Da hätte ich eigentlich gedacht, dass das ein Safe-Shot ist. Keine Ahnung, warum das Ding nicht durchgegangen ist. Ich weiß nicht, ob die Cupola tatsächlich kein Weak-Spot ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass das Ding durchgeht. Eigentlich schon ein relativ klares Teil hier. Hier habe ich jetzt einen riesen Fehler gemacht. Ich hätte gedacht, dass der VK mich nicht sehen kann. Ich werde gleich sehen, dass es anders ist. Ich habe ein bisschen Glück, dass er da rückwärts rausfährt. Sowas muss man natürlich auch mitnehmen. Jetzt. Oh! Der VK kann mich sehen. Habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hätte gedacht, dass ich hier safe stehe durch diese Betonblöcke, die da vorne stehen, dass ich hier halt mir keine Gedanken machen muss. Jetzt merke ich, okay, alles klar, der T29 will mich. Mit dem lege ich mich nicht frontal an. Der macht mich kaputt, da habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich jetzt gerade geil auf den VK. Bin mir aber auch schon relativ sicher, dass ich ihn nicht bekommen werde. So ist es dann auch. Da hat ja schon einer drauf geschossen. Solche Schüsse immer ganz wichtig, schaut auf eure Umgebung, dass ihr wirklich guckt, wo bieten sich Schusskanäle, also nicht nur jetzt gegen einen Gegner kämpfen, sondern wirklich sagen, okay, ich kämpfe zwar gegen den Gegner, aber ich gucke immer mal, wo irgendwo ein Schussfenster aufgeht und nutze das dann. Ich weiß nicht, was der T29 sich dabei gedacht hat, hier bei der Aktion jetzt gerade, in meinen Augen der größte Fehler, den er begangen hat, weil ich stand da noch an der Ecke, da fährst du nicht einfach dran vorbei, jetzt ist es mir natürlich ein einfaches, ihn zu circlen mit dem T62, ich glaube, das sehr schön, wie man sieht. Und da kriegt jetzt auch gerade nochmal ordentlich Damage. Hier bin ich mir jetzt eigentlich schon sicher, dass der Kill mir gehört. Dementsprechend bleibe ich stehen. Und es passt auch. Da habe ich jetzt so ein Auge für, dass der jetzt halt die Gun da nicht mehr in meine Richtung kommt. Hier konnte ich jetzt nochmal schön abschnetzeln. Wobei da leider auch nicht der Killshot war. Das war ein bisschen wenig Damage für die Kugel. Das war ja wenig. Habe ich ein bisschen Pech gehabt mit dem Alpha. Ja, jetzt nochmal den VK rausnehmen. Insgesamt halt sehr entspannt runtergespielt. Man sieht aber doch schon das Potenzial von diesem Panzer. Könnte durchaus sein, dass es einer meiner neuen Lieblinge wird. Und wie gesagt, weil meine erste Runde, ich war echt happy, dass es in der ersten Runde mit dem Mastery Badge geklappt hat. Knapp über 4k Damage, 3 Kills, 100.000 Credits. Es wird auf jeden Fall auch eine richtig geile Credits-Maschine. Es tut mir leid, dass ein Replay von mir dabei war. Es war eigentlich anders gedacht, aber wie gesagt, es müssen halt auch erstmal Replays reinkommen, die ich dann benutzen kann, die dann auch den Kriterien entsprechen. Ich habe ja gesagt, ich lege insgesamt Wert darauf, dass ihr seht, was dieser Panzer halt machen kann. Also, dass ihr diese Rolle des Panzers tatsächlich ausübt und dann darüber hinaus eine geile Runde gespielt habt. Deswegen, da muss man halt schauen, wie es in der Zukunft kommt. Ich hoffe trotzdem, dass euch auch dieses Replay gefallen hat. Jo, und das war es auch schon wieder. Das war das erste Replay-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da oder ein Abo vielleicht. Wenn ihr selber Teil dieses Projekts werden möchtet und ihr eure Videos bzw. eure Replays veröffentlicht sehen wollt, postet die gerne in unseren Discord-Server. Dann würde ich die fürs nächste Video benutzen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao!